tatsächlich hat den Initialschuss Andrea Rothaug gegeben. Die hat den Verband der Künstler sozusagen in Hamburg mit aufgebaut und hat gesagt, wir brauchen die Clubs auch organisiert in einem Verband mit einem Sprachrohr. Die hatte da schon viel mehr Erfahrung als wir. Die hat uns zusammengetrommelt und das kann man ihr nicht hoch genug anrechnen. Dieser Impuls oder die Gründung des Clubkombinats kam aus den Musikszenen. Also dadurch, dass früher die Clubs eben Mitglied bei Rock City waren, gab es eine Organisation, die so grassroot-mäßig arbeitet und die schon das Vertrauen hatte und das auf den Schoß nehmen konnte, weil da ist es nicht wie heute, wo man irgendwie bei der Behörde mal 20.000 Euro beantragen kann und dann gründet man irgendwas, sondern damals, das war 5 Jahre auf dem Schoß von uns, was wir so aus dem Etat mitgefüttert haben, aber dadurch war die Kredibilität eben da. Es war nicht irgendwie von oben nach unten, das hätte niemals funktioniert, sondern es musste aus den Szenen selber kommen und dadurch war die Akzeptanz eigentlich gleich groß, ne? Wir hatten das große Glück, die Gründungssitzung des Clubkombinats bei uns zu Hause, also im Wagenbau, hosten zu dürfen. Das heißt, die Gründungsversammlung hat dort stattgefunden und auch die erste Sitzung. Gründungsmitglieder waren tatsächlich schon fast alle Clubs, die es damals gab, die im Wesentlichen größere Spielstätten waren. Und viele kleinere Clubs sind später mit dazugekommen. Aber es gab überhaupt keine Basis, mit Leuten zu kommunizieren, die aber alle die gleichen Sorgen und Anliegen hatten. Und deswegen war das natürlich eine super Sache, dass da eben auf einmal eine Plattform da war. Die Themen, die wir hatten, und zwar jeder einzelne für sich, waren ja identisch. Ich glaube, einige Probleme sind immer noch da, aber damals große Themen waren tatsächlich Plakatieren. Es wurde sehr viel wild plakatiert. Das fand die Stadt nicht so richtig gut und ist dagegen vorgegangen. Und wir haben probiert, mit der Stadt zu verhandeln. Und man versuchte jetzt zusammen, damals schon mit der Kulturbehörde, irgendeinen Weg zu finden, eine Plakatwerbung in Hamburg zu installieren, die sich jeder Club in irgendeiner Form leisten konnte. Und da trafen sich das erste Mal also quasi eine ganze Reihe von kleineren und größeren Clubs, die sich dann zusammenfanden, um einfach mal zu sehen, was ist denn möglich? Was könnt ihr uns anbieten? Der springende Punkt war tatsächlich, dass wir von Anfang an ein Konzept hatten. Also, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht einfach das so aus dem Off gründen, sondern wir müssen denen auch was bieten, den Clubbetreiber und Clubbetreiberinnen, sonst kommen die nämlich nicht. Und so ein bisschen so war es auch tatsächlich. Und, und dadurch hatten wir eben von Anfang an Angebote, die interessant waren. Und dann haben wir angefangen mit den Club-Conventions. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das waren immer so Workshops für Clubbetreiber, damit die sich überhaupt kennenlernen. Die nächsten Sitzungen fanden dann tatsächlich in unterschiedlichen Clubs statt, aber es wurden sozusagen durch diese Club-Conventions immer mehr, wurden im Grunde Clubbetreiber nicht, also vom Konkurrenten oder Konkurrentin zu Buddies. Und es war so ein bisschen eine losgelöste Stimmung, dass es endlich losgeht mit dem Verband. Deshalb Meilensteine, ne? Das haben wir von Anfang an, also Selbstverwaltung als Meilenstein von Andrea gelernt, eigenes Büro, ne? Erste Geschäftsführung mit Terry, ne? Das waren kleine Schritte, der Clubplaner, wie du eben sagst, die Software, also ja, eine gemeinsame Verwaltungssoftware. Zur Professionalisierung. Wir haben eine Clubsoftware beispielsweise entwickeln lassen und die hat die Wirtschaftsbehörde, also namentlich Herr Rösing und Rainer Hanus aus der Wirtschaftsbehörde, kofinanziert. Dann das Clubplakat auf Augenhöhe mit den Theatern kommt. Genau, und dann haben wir im Grunde angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen ein Clubplakat, wo alle Clubs drauf sind und nicht mehr jeder einzelne. Das sollte natürlich trotzdem weitergehen. Aber wie das Theater- oder Museumsplakat, was auf den Bahnsteigen ist, davon brauchen wir eben auch ein Clubplakat. Die Gründung der Clubstiftung, Gemeinnützigkeitsnachweis. Die Stiftungsgründung hat einen unfassbar wichtigen politischen Meilenstein gesetzt. Sie hat nämlich das erste Mal klargestellt, dass ein Musikclub, also eine private Stiftung zur Stärkung privater Musik, und so heißt das formell, bewusst an die Seite von privaten Privattheatern gestellt, wo keiner den Kulturbegriff je in Frage gestellt hat. Aber als dieser Bescheid kam, dass wir die Stiftung zur Stärkung privater Musikbühnen gemeinnützig ist, das war ein Meilenstein. Einführung des Ticketings, des eigenen Ticketings. Club kam, Award. Ne? Ticketing heißt im Klartext, wir verzichten auf die Hälfte der Vorverkaufsgebühr, um daraus 1 Euro Spende für die Stiftung zu generieren. Bis heute unerreichtes Modell. Unsere kleine Clubplanerbroschüre, ne? Alles immer Dinge, die kleine Deckungsbeiträge für die Professionalisierung der Geschäftsstelle hervorgebracht haben. Energieberatung war das nächste, dass wir aus den Stiftungsmitteln
Energieberatungs-, Rechtsberatungsgutscheine generiert haben. Kompetenzerweiterung durch die Club Academy, die wir mittlerweile haben. Club Academy. Wir Workshops anbieten, die wirklich zu Themen, die wir in Clubs haben, stattfinden, wo die Leute sich mit Experten austauschen können. Dann ging es um die technischen Investitionen, auch aus der Clubstiftung heraus, dass wir halt für Mischpulte im Klartext Darlehen vergeben haben. Daraus wiederum hat sich das erste Bundesprogramm Digitalisierung entwickelt. Insgesamt muss man sich vorstellen, bevor das mal ein bisschen losging mit dem Clubkombinat, war ja die einzige Förderung aus der öffentlichen Hand eben diese Clubförderung. Clubprämie. Genau. Dann hat man eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, die höchste Dotierung war 10.000. 10.000 haben wir mal. Und ging dann runter 5 und so weiter. Also man versuchte das auch zu streuen. Und wir hatten damals schon als Clubkombinat mit der Kulturbühne versucht, Ideen zu entwickeln, wie kann man das besser machen. Club Award Hamburg. Ich war jetzt bei Club Award. Also wir haben die Clubprämie abgeschafft und haben daraus Club Award und Live Concert Account gegründet, weil wir nämlich nicht davon abgehen wollten, uns zu feiern und einen Branchentreff zu haben einmal im Jahr. Deswegen gibt es immer noch den Club Award mit deutlich kleineren Preisgeldern. Genau. So. Und den Live-Concert-Account, wo jeder dafür belohnt wird, wenn er ein Konzert macht. Und gleichzeitig aber auch Live-Musikspielstätte sein muss natürlich. Ne? Das Clubkombinat kann zu Recht stolz darauf sein, zu sagen, wir haben Hamburger Fördermodelle erfunden mit dem Live-Concert-Account, der gerecht ist, verlässlich ist. Ne? 40 Clubs werden gefördert, nicht 3 oder 9, sondern 40 oder 43, je nachdem. Die GEMA-Rechnung ist Grundlage der Bemessung der Förderung. Also wer mehr Konzerte macht, kriegt auch mehr Förderung. Und somit ist das wirklich eine richtig gute Hilfe für die Musikclubs. Das darf man nicht vergessen. Selbst ein kleiner Club wird im Jahr unter 5.000 Euro, also ein kleiner Club, an GEMA-Gebühren nicht umhinkommen. Na? Und das war also bis heute noch, dass wir das geschafft haben, macht mich auch ein bisschen stolz. Ja, das Clubkombinat ist ehrlicherweise eine ganz großartige Institution, weil es dabei hilft, Interessen, die ja häufig sehr kleinteilig und heterogen sind, gut zu bündeln. Ich glaube, viele mussten erstmal von dem Vorteil eines Verbands wirklich überzeugt werden. Und dafür mussten wir ein bisschen in die Arbeit kommen und diese Vorteile auch generieren. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Ach, wir haben ganz schön viele Themen abgearbeitet und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Stand, das hätten wir uns damals nicht erträumen lassen. Wir haben die tollste Förderung in Hamburg, wir haben den Live-Concert-Account, wir haben quasi unsere eigene Bank mit der Stiftung, wir haben einen tollen Zusammenhalt der Clubs. Protokolle haben wir immer geführt, wir haben auch ordentliche Vorstandssitzungen geführt, so wie sich das gehört, wenn das, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben auch unsere Vorstände ordentlich gewählt, unsere Mitgliedervollversammlung einmal im Jahr gemacht. Alles ordentlich. Also es gab immer Einzelpersonen, die sich natürlich gekannt haben. Aber dass da wirklich ein Netzwerk draus entsteht, das passiert selbstverständlich auch dadurch, dass man sich regelmäßig trifft, über gemeinsame Probleme, auch gemeinsame Projekte reden kann dadurch. Und dadurch haben wir uns allesamt viel besser kennengelernt. Das heißt, dieses starke Netzwerk, was wir jetzt sind, das ist definitiv erst durch Clubkombinat erwachsen. Und aus dieser lockeren Organisation ergab sich denn einfach der Wunsch, wir müssen eine Lobby bilden, gegenüber der Politik, gegenüber den Behörden. Und das können wir nur dann, wenn wir möglichst viele Clubs zusammengefasst bekommen. Also die Gesprächsbasis war damals noch eine andere und mittlerweile werden wir tatsächlich bei den Ämtern und Behörden sehr, sehr freundlich und positiv empfangen. Das ist auch ein großer Verdienst. Was jeder Einzelne vielleicht für sich nicht hinbekommt, aber in einem gemeinschaftlichen Angebot, aus dem heraus dann klar wird, Hamburg ist ein starker Musikstandort und als starker Musikstandort insbesondere auf das Fundament seiner Clubs gegründet. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass es in der Stadt eben eine wirkliche Musikszene gibt. Das ist auch was hier sehr lange missverstanden wurde, auch immer noch missverstanden wird. Es ist eben nicht egal, welche Musik läuft. Clubs gibt es überall in dem Sinne, dass man da tanzen kann und dass da Musik läuft. Dass es aber eine wirkliche Clubkultur gibt, dass es vor allen Dingen auch Live-Musik gibt, das gibt es nicht in jeder Stadt, das ist sehr wichtig, speziell für Hamburg, weil es hier Tradition hat, weil sich Hamburg auch damit schmückt. Weil wir solche Zusammenschlüsse brauchen, um unsere Kulturstadt attraktiv zu machen und auch ein bisschen besser zu machen. Ich würde mir wünschen, oder ich sehe die Stiftung oder das Clubkombinat dabei, Standorte in Hamburg zu entwickeln, und zwar als Partner. Damit fangen wir gerade an, indem wir uns ein bisschen um die Kasematten hinter den Deichtorhallen kümmern. Wir haben dort auch einen sehr partizipativen Workflow bisher angeregt, haben unsere Mitglieder einbezogen, auch Nichtmitglieder. Und ich glaube, da sind wir wirklich anders als andere und können durchaus interessant werden, auch für Immobilien,
Eigentümer, ja, mit uns Kreativstandorte zu entwickeln, die nachhaltig funktionieren, wo wir über die Stiftung natürlich auch einen fantastischen Mieter haben, vielleicht aber auch Eigentümer. Und wir wollen über unser Ticketing, was wir sowieso schon führen und womit wir im letzten Jahr, glaube ich, 60.000 Euro erwirtschaftet haben, daraus würden wir eigentlich gerne in Hamburg mindestens 1 Million machen, weil wir wollen nämlich, dass die anderen Kulturstätten solidarisch mit den Clubs Hamburgs sind und ihre Tickets über unser Ticketing verkaufen. Genau. Und wenn sie nicht über unser Ticketing gehen, dann sollen sie wenigstens pro Ticket 1 Euro an die Clubstiftung geben. Spenden. Na, also ich finde, das ist das Mindeste, was wir von der Elbphilharmonie in 5 Jahren erwarten dürfen, dass für jedes Elbphil-Ticket 1 Club-Euro für die Clubmusik daherkommt. Und dann wollen wir die Kompetenzen unserer Mitglieder, glaube ich, um einiges erweitern, weil wir wissen, dass es wichtig ist. Das ist ein hochkomplexer Job, den man dort zu führen hat. Das ist vor allen Dingen nicht nur einer, sondern ich würde mal sagen, man 40. ist 40 in persona. Und dass wir uns da einfach fortbilden und da auch irgendwie dazu kommen, dass das anerkannt wird. Und wir wollen noch mehr. Wir wollen laufend als Experten geladen werden. Das werden wir nämlich viel zu selten, sondern man vergisst uns immer. Vielleicht müssen wir da aber auch lernen, noch lauter zu werden. Wir sind da schon besser. Und das ist, finde ich, die größte Aufgabe der Zukunft, dass wir diese Multitasking-Ebene zwischen Stadtentwicklung, Kulturwirtschaft, Kulturbetrieb, sozialem Klebstoff, ne? Und wir machen bessere Menschen und wir sind nicht Lärm, sondern wir sind Gesundheitsgeräusch. So, also unsere Geräusche machen dich glücklich und wenn wir 105 dB in dein Ohr tun, dann schädigt das dein Ohr vielleicht ein ganz kleines bisschen. Dabei macht es deine Seele so viel gesünder. In 10 Jahren wird uns das selbstverständlich gelungen sein, dass die Musik als Ganzes ihre Förderprogramme synchronisiert und wir von Proberaumförderung über Künstlerstipendien bis hin zu Club Ausstattung, Exportförderung, Tourförderung, irgendwie ein einheitliches, gemeinsames, bundesweites Fördertool aufgesetzt haben, was in der Lage ist, irgendwas um die 200 bis 300 Millionen Euro Fördergelder in den Markt zu pumpen, damit wir als deutsche Musikliebende das, was wir lieben, auch tatsächlich europäisch sichtbar machen können.